Schönen Freunde, sondern herzlich willkommen zu einem neuen Video. Boom! Liebe Leute, was geht? Heute ist Sonntag. Ein wunderschön. Wünschen wir euch. So einen ganzen Satz mal unterbrechen. Jeder sagt nur ein Wort. Ja, was geht heute? Eigentlich haben wir heute ja das Beach Cleanup. Das haben wir aufgeschoben. Nicht auf einen anderen Tag, sondern einfach auf später, weil wir vorhin schon ein zu spät dran waren. Und um die Mittagssonne rum rauszugehen, speziell mit Mila, ist für ein bisschen... Mila, und dann wäre sie schon quengelig gewesen. Ja. Wir haben es erst um 11 geschafft oder 11:30. Und um 12 geht sie schlafen. Deswegen dachten wir einfach, okay, schieben wir auf 4. Anni hat Bescheid gesagt, unsere Nanny. Ist dann auch alles etwas entspannter. Wir haben heute... starken Wind, wie man unschwer erkennen kann. Ja, ich glaube, wir müssen die Wintersocken auspacken. Damit der Popschutz oben hier besser hält. Ey. Hey, wir wollten ein neues Mikrofon kaufen, ist aber gerade in ganz Deutschland not available. Schade Schokolade, denn unser Kurbesuch könnte es theoretisch mitbringen. Deswegen dachten wir, okay, bestellen wir, da müssten wir keinen Zoll bezahlen. Und nicht, dass hier irgendwelche highly officials zugucken und sich denken so, ach, so macht ihr das hier, holt einfach Freunde ins Land. Nein, so ist es natürlich nicht. Ja. Ich verstehe das nicht falsch. Bevor wir jetzt den Gewinner bekannt geben für die nice Noise Cancelling Kopfhörer, werden wir euch mal ganz kurz zeigen, was jetzt der Stand der Dinge ist mit den Terrassen, wo es gestern aufgehört hat. Und die Türen, tatsächlich hat sich auch ein bisschen was geändert. Fenster. Die, Fenster. Alle. Was ist das für euch? Ist das eine Tür oder ist das ein Fenster? Ja, das ist ein mega großes Paneel. Dadurch, dass wir auch oben immer durch das Fenster reingegangen sind, ist das schon für dich eine Tür. Hey, aber Fenster sind für mich Fenster, die in der Wand drin sitzen. Das ist eher eine bewegbares frontalisches Türchen. So, alles klar. Ganz kurz, einfach nur mal, um euch das zu zeigen. Hier, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Terrassen so weit vorbereitet, dass man hier die Outlines sehen kann. Die hier sind noch offen, weil wir nicht mehr ausreichend Bambu hatten. Aber ihr könnt euch schon mal vorstellen, dieser ganze Innenraum hier wird aufgefüllt und ragt natürlich sehr weit raus. Ich weiß nicht genau, was die da jetzt im Detail vorhaben, aber es haben auch Leute geschrieben, nice, Terrassen werden jetzt hier mit Holzstöckern zusammengesteckt. Das wird ja nicht halten. Ich kenne mich tatsächlich nicht aus, aber wie gesagt, das ist die professionelle Art und Weise, wie man hier richtige Reisterrassen halt baut. Erstmal kommt dieses Gestrüpp, dann werden die jetzt Steine an die Seite legen, Steine ganz außen. Dann wird es mit Erde aufgefüllt und auch immer gegossen, so dass sie dann letzten Endes fest und in der finalen Version auch schon steht. Das Holz wird da so lange drin bleiben, bis es irgendwann verrottet. Sprich, es bleibt die ganze Zeit als stabilisierender Aspekt irgendwie mit in der Terrasse mit drin. Wir haben einen Laster Erde bestellt, ist definitiv zu wenig. Schätzungsweise reicht das nur für 2, 3 Terrassen hier. Wir werden wahrscheinlich nochmal 10 bestellen müssen, um die ganze Erde hier aufzufüllen. Aber es sieht schon, finde ich, sehr vielversprechend aus. Auch schön, dass wir hier diese Curves mit reinkriegen. Schon gewundert, die letzten 2 Tage, ich habe hier Leute angefragt, dass die hier mal ein bisschen helfen, mit Erde runterbringen und so, kam keiner. Und dann realisiert, ah warte, ist ja Wochenende. Könnte man auch eigentlich voll geil einen Rollpool reinballern, ne? Alleine reinballern. Ey, aber da, von hier sieht das ja auch richtig geil aus. Liegt vielleicht an mir? Yeah, right. Aber Freunde, wir haben ja überlegt, weil wir wollten ja ursprünglich hier das Häuschen setzen. Und heute Morgen, als wir uns den wunderschönen Sonnenaufgang hier angeguckt haben aus dem Wohnzimmer, dachten wir, vielleicht setzen wir das Häuschen doch ein bisschen weiter runter, weil das sicherlich so nice aussehen wird mit den Reisterrassen und dann so ein Haus hier stehen zu haben. Ja, ihr müsst euch halt vorstellen, ne? Ja, die Sache ist, die sehen ja immer nur die Perspektiven, die wir im Video aufnehmen. Wenn man jetzt hier im Wohnzimmer sich befindet oder Sunken Sofa Area und dann darüber rausschaut. Wir haben den Sonnenaufgang jetzt momentan hier. Die Sonne ist aber je nach Jahreszeit geht sie bis hier rüber. Das heißt, in diesem Bereich, wenn du hier sitzt und einen wunderschönen Sonnenaufgang genießen möchtest, wäre es natürlich blöd, jetzt hier ein Häuschen hinzustellen, was hier so ein bisschen rausragt. Nein, wenn du das so im Bambus-Stil machst mit... Egal, was du, wie schön und wie was auch immer für ein Material das ist, wenn du die Sonne abdeckst,
mit einem klobigen irgendwas, dann ist die Sonne abgedeckt. Was ist, wenn man das entweder hier einen Ticken weiter runterbaut? Oder einfach unten irgendwo am Strand. Ja, Mila, da unten auf die Fläche, genau. Nee, oder tatsächlich sogar, die sind hier abgeschmiert. Budi! Oder halt tatsächlich das Häuschen auf die andere Seite. Nee, ich würde es schon sehr gerne hier haben wollen. Dann haben wir sie so ein bisschen auf dem Schirm. Ja. Wenn wir dann vermieten bei den Gästen, ist ja auch nicht so geil, ne? Bisschen Kinderlärm, weil Mila spielt da. Richtig schön im Zimmer. Ja, nee, stimmt, hast recht, das macht gar keinen Sinn. Aber ich habe einen Kommentar gelesen, ja. Deswegen habe ich das auch hier mit dem Whirlpool erwähnt. Da meinte jemand, oh, auf der anderen Seite könnte man richtig gut einen Whirlpool integrieren in die Reisterrassen. Wäre bestimmt auch richtig geil zum Sunset. Ja, aber wir hatten ja auch gedacht, oben an der Ecke einen Jacuzzi hinzustellen, ne? Ja, anstatt den dann, ne? Anstatt den. Ja. Ja, ist auf jeden Fall möglich. Stell dir vor, mit so einer Treppe runter, vom Auto, von der Autoschauer, gehst du runter und dann hast du da... Ja, also klingt alles sehr nice. Ob das realisierbar ist, ist eine andere Frage. Genauso. Ob das bezahlbar ist, ist noch eine andere Frage, ne? Ja, das, da werden wir schon einen Weg finden. Bezüglich der Rutsche haben ja auch sehr viele Leute diskutiert und ihre Meinung zu geschrieben. Plastik ist Favorit. Ist das so? Ja. Ist das so? Ja, gleich nochmal gucken. Ich hatte das Gefühl, sehr viele Leute haben Holz geschrieben und war auch ein Kommentar dabei, wo gesagt... dass es Holz gibt extra für Rutschen, was halt nicht splittert. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es dieses spezielle Holz hier auf Lombok nicht gibt. Ja, aber dann guck mal, wenn das gut verarbeitet, sowas wie hier zum Beispiel oder unser Stuhl, das splittert ja auch nicht. Ich finde Holz schon irgendwie nicer. Ja, Plastik zu dem. Ist so. Ja, weil du denkst, einfach so eine rote Plastikrutsche. Ist ja nicht so. Du kannst ja auch eine dunkelgrüne, eine erdigfarbene Rutsche aber machen. Aber bei Plastik müsste man ja schon auf fertige Produkte zurückgreifen, wo die Maße ja schon gegeben sind. Und Holz, wenn wir das zum Beispiel mit Pong machen würden, könnten wir das halt genau nach Maß anfertigen. Ja, wir sammeln so viel Plastikmüll und schmelzen das zu einer Rutsche zusammen. Das wäre natürlich am sustainabilsten. Aber dann brauchst du ganz viel grünes und braunes Plastik. Kannst ja auch minimal einfärben und machen. Ja. Aber das wäre derbe nachhaltig. Lass mal gucken, ob das irgendwie möglich ist. Okay. Das ist eine gute Idee. Ich habe nur gute Ideen. Die Türen, da wurden unten die Loks jetzt ausgetauscht. Die Dinger waren vorher rostig. Die sind ganz schnell rostig geworden. Jetzt haben wir Stainless Steel drin, so wie es halt auch sein soll. Und man kann sie butterweich bewegen. Und wir haben tatsächlich, wie ihr unten seht, neue. Auf der Seite wird es jetzt gerade gemacht, deswegen hört ihr den Lärm. Haben wir jetzt so ein kleines Metallplättchen eingesetzt mit so einem Silikonsockel darunter. Und die Türen sind jetzt richtig, richtig fest. Vorher war tatsächlich nur ein Loch, ein Crack im Boden. Zeige ich auch mal ganz kurz. Das war die vorige Variante. Gar keine Option. Aber jetzt richtig schön, die Dinger laufen smooth. Sie bleiben unten drin. Wir müssen keine Angst haben, dass es hier beim nächsten Windsturm auseinanderfällt. Freunde, apropos Chibos Kitchen. Heute gibt es Gado-Gado, einer meiner Lieblings-indonesischen Speisen. Kommt mal mit. Wird nämlich gerade angerichtet. Von unserem wundervollen Mr. Sugar! Mr. Sugar, how's it going? Wow! What is this? It looks beautiful! And we need the peanut sauce in the bowl. Gemüse, hier haben wir Rice Cake. Und Tempe, ich liebe ja einen. Oh, Rice Cake. Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen gerade. Ja, tja, Johnny. Geil. Und jetzt kommt hier... Peanut Sauce out of the Thermo Mix. Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen zu viel Kokosmilch reingemacht. Aber schmeckt richtig, richtig gut. Darf ich hier einmal in deinen rüber schwenken? Und go. Und go. Jeder, der Sabibo kennt, weiß, ich liebe Soßen. Ich liebe Soßen so sehr. Probier mal bitte. Oh, Junge! Ne? Hab ich doch gesagt. Ja, aber du hast gesagt, zu viel Kokosnuss drin. Tja. Nee, wegen der Farbe nur. Ah. Ich finde, es schmeckt richtig gut, aber eigentlich müsste es so ein bisschen brauner sein. Ja, aber ich finde das richtig schön. Ja, wir machen jetzt einen kurzen Break. Und gleich suchen wir gemeinsam per Random Picker oder sowas einen Kommentar und damit quasi einen Gewinner für die Kopfhörer raus. Guten Hunger. Thank you, Sugar. You're welcome. Oh, gut. Eine Frage an euch. Wie würdet ihr das essen? Seid ihr eher so die Dipper? Nehmt ihr alle Einzelteile und dippt das in die Erdnusssoße rein? Oder würdet ihr die komplette Soße nehmen und alles rüber verstreuen? Schatz? Ja, ich hab nicht so einen, ich hab nur noch
Willst du noch eine Essens-Timelapse machen? Gleich ist das Essen kalt. How's the food? Bagus Galli. Kommen wir zu wichtigen Dingen in unserem Leben. Zu dem Gewinner des Gewinnspiels. Wunderschönen Kopfhörer. Schenk übrigens die ganze Zeit trägt und ich kann mich einfach nicht mehr mit ihm unterhalten, weil er mich nicht hört. Ja, die Sache ist, wenn ich die Kopfhörer nicht aufhabe und den Sound hier über den Rechner laufen lasse, beschwert sie sich, dass ich zu lauten Sound habe. Ist nicht so. Doch, ist nicht so. Ist safe so. Gestern haben wir geredet, du hast sie so gehabt. Ja, aber Mila hat nebenbei noch irgendwelche anderen Videos geschaut und ich wurde einfach dreifach penetriert mit Geblubbel. Ja, die sehen auf jeden Fall so schön aus. Die sind richtig schön. Ich möchte jetzt auch welche haben. Ja, die sind echt gut. Vielleicht gewinnst du ja. Schreib nochmal schnell einen Kommentar. Vielleicht gewinnst du ja. Wir haben jetzt hier YouTube Random Comment Picker. Habe jetzt hier eingegeben, das ist das Video und warte, get YouTube Comments, funktioniert das so? Oder muss ich die erstmal errechnen? Oh Junge, das waren ja 12.000 Kommentare, das dauert jetzt erstmal ein bisschen, ey. Ich hoffe, dass diese Person jetzt auch gerade zuguckt, ne? Weil selber diesen Kommentar jetzt rauszusuchen für uns, ciao, wäre leichter einfach einen Comment rauszusuchen. Habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Keine Ahnung, was in der Erdnusssoße drin war, Freunde. Nee, ich meinte, ich hoffe, dass diese Person, die jetzt rausgepickt wird, gerade dieses Video schaut. Ja. Ach so, für uns sonst genau, diese Person ausfindig zu machen. Ansonsten müssen wir ja diesen Kommentar unter den ganzen Kommentaren suchen. Wir machen hier gar nichts. Wenn die Person das nicht gewinnen will, ist es genauso, du gewinnst Jackpot im Lotto und meldest dich nicht. Ja, dann verfällt das irgendwann. Ja, okay. Verfällt das? Verfällt ein Gewinn im Lotto? Verfällt? Ich glaube, du trinkst keinen Kaffee mehr. Alter, wenn du jetzt noch einen Kaffee trinken? Mehr Kaffee. Alles klar. So, we got 1458 Kommentare. Ist schon ganz viel für 1500 Views. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich, das jetzt frage ich mich auch jeden Tag. Jetzt haben wir die Kommentare und jetzt? Ah, hier. Start. Hey, start raffle and pick random winner. Oh, Liftopia. Lies vor. Ich schaue euch, weil ihr mich so sehr inspiriert. Ihr mich in meinem Vorhaben bestärkt, die Welt zu bereisen und auszuwandern. Wenn man euch schaut, bekommt man einfach gute Lounge. Team Chibes. Herzlichen Glückwunsch mit deinen neuen Sony-Kopfhörern. Das einzige Problem, was du jetzt hast, ist, wir geben dir eine Woche Zeit, um diese hier abzuholen. Aber es gibt ein kleines Problemchen, denn in Indonesien herrschen seit vorgestern neue Regelungen, die besagen, erstens, man darf nicht einreisen, ohne geimpft zu sein. Man darf sowieso überhaupt nicht hier, nicht einmal ausreisen, glaube ich gerade. Ne? Also wir können uns gerade tatsächlich nicht wirklich fortbewegen. Es gibt einige Inseln, wo die Leute nicht wirklich... Wo es sie nicht interessiert, da kommen wir schon hin mit dem Boot. Das ist, glaube ich, auch noch eine Frage der Zeit. Also Bali, hier glaube ich nicht. Java, Jakarta und von Jakarta aus gehen alle internationalen Flüge. Wir würden jetzt sogar im Notfall gerade nicht dahin kommen, weil wir nicht geimpft sind. Ja. Und sie haben die Quarantäne von 5 auf 8 Tage verlängert. Sprich, die Person, die uns auch besuchen kommt, muss jetzt tatsächlich 3 weitere Tage in einem Hotel ganz alleine mit richtig leckerem Essen. Viel Spaß, Brudi. ausharren, bevor er dann hier das freie Leben genießen kann. Die neue Regelung gilt jetzt erstmal bis zum 20. diesen Monat. Ja, und danach und wird wir neu gucken. Geschuffelt und neu genau. entschieden. Aber höchstwahrscheinlich wird das postponed, wird das Vielen erweitert. Dank. Dankeschön, danke. Mille grazie. Echt nicht so einfach, ne? Weil wenn wir uns jetzt nicht impfen lassen, werden wir einfach nie wieder mehr nach Deutschland reisen können. Wir können ja mal ganz kurz über die Impfsituation sprechen. Indonesien hat gefühlt ein bisschen später gestartet als Deutschland. Und Deutschland ist ja eigentlich auch schon sehr spät dran. Ja, bei Indonesien, speziell jetzt in Lombok, man hatte all die Zeit über das Gefühl, Corona würde gar nicht existieren. Ja, wobei, wo du in Mataram und sowas warst, ist halt ein anderer Schnack. Wir sind halt auch, weißt du? Wir sind am S. Wir sind hier so remote draußen. Hier ist halt wirklich absolut nichts los. Ich kann mir gut vorstellen, in Deutschland, in irgendeinem Dorf, in Buxtehude, sogar in Buxtehude gab es Corona. 30.000 Menschen oder mehr. Ja. Das Problem ist, dass es, dass bisweilen wir hier nur die Möglichkeit hatten, die chinesische Sinovac. Impfung quasi bekommen konnten, auch for free. Aber das Problem ist, dass
es für Europa einfach nicht zulässig ist. Also wenn es jetzt nur darum geht, dass du geimpft wirst, dann funktioniert das. Aber für uns ist vor allen Dingen wichtig, dass wir jetzt im Nachhinein auch noch mobil sein können, dass wir auch noch nach Deutschland reisen können, dass wir überhaupt grundsätzlich auch in Indonesien uns bewegen können. Und das ist momentan einfach nicht erlaubt. Und dieses Sinovac wollen wir halt nicht haben, weil es uns nichts bringt. AstraZeneca ist jetzt gerade ganz frisch hier neu auf dem Markt, könnten wir rein theoretisch bekommen, aber durch dieses ganze, muss ich ehrlich sagen, dieses ganze Hin und Her in Deutschland, ja, nur für Junge, dann auf einmal doch nur für Alte und dann weiß keiner, was, wo vorne und hinten ist. Ich hatte das Gefühl, das war irgendwie so ein politischer Streit zwischen Regierung und dieser Firma. Irgendwas ist da passiert, dass das da so ein bisschen ausgeartet ist. Ja. Und jetzt haben wir ab August BioNTech und Pfizer auch hier. Aber das ist nicht for free. Ja, wenn die in Indonesien sagen, nächsten Monat, dann kann das auch mal gut ein halbes Jahr dauern. Sein. Die Frage ist jetzt, was sollten wir tun? Schreibt das sehr gerne mal in die Kommentare. Würdet ihr einfach ausharren? Sagen, nee, Impfung, scheiße, macht gar nicht. Aber ganz viele lassen sich nicht impfen und nehmen das in Kauf, dann nicht mehr reisen zu können. Ja, das funktioniert halt für uns nicht in der Form. Wir können unsere Familie nicht mehr sehen. Ne? Wir kommen halt nicht mal mehr nach Bali. Dann sind wir hier wirklich gefangen auf der Insel. Gezwungen. Ja, also die zwingen einen jetzt gerade quasi diese Impfung zu nehmen, damit wir hier uns frei bewegen können. Ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch ist schon geimpft und was habt ihr euch impfen lassen? Das würde mich voll interessieren. Ja, guck mal, in Deutschland gibt es glaube ich noch Moderna, ne? Und Johnson? Oder ist das dasselbe? Ich weiß nicht genau. Wobei ich auch gehört habe, dass man sich das gar nicht aussuchen darf. Keine Ahnung, hättest du mir noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gesagt, dass eines Tages so etwas abgeht, hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt, nie im Leben. So Impfstoffe, die nicht lange Zeit getestet wurden. Ja, also ich verstehe halt die Situation. Es ist, ja, wie hätte man das langzeitig jetzt testen können? Das kommt jetzt, wir brauchen jetzt irgendwas dagegen. Ja, es gibt viel zu viele, wo man auch echt nicht weiß. Oh, thank you, sogar. Nervennahrung. Unser Stand der Dinge momentan ist, wir kommen hier nicht raus, wir dürfen uns nicht bewegen, die zwingen uns dazu, uns impfen zu lassen. Mein Papa könnte jetzt nicht mehr hierher kommen. Ja, und wir wissen halt nicht was. Voll gut, dass die Zeremonie von unserer Freundin jetzt noch davor stattfand, weil jetzt, wer weiß, ne, wenn die Eltern oder die Teil der Familie hätte gar nicht kommen können, ne? Nicht geimpft sind, dürften sie einfach nicht hierher kommen zur Beerdigung. Also crazy. Es sind wirklich krasse Zeiten, in denen wir gerade leben. Ja. Für mich, was am näheliegendsten ist, wir warten auf BioNTech und Pfizer. Ich glaube, das ist das. Aber das willst du dir impfen lassen? Also, wollen ist hier nicht die Rede. Also, ich dachte auch, wir kommen da irgendwie aber so drum rum. Ist das das Sicherste? Denke ich, AstraZeneca solltest du auf gar keinen Fall machen als junge Frau. Das ist mein letzter Stand jetzt. Ich weiß, ich habe ja sowieso hartgekriegte Probleme mit Krampfadern, also sowieso wegen Thrombose und sowas, Mann. Weißt du? Keine Ahnung. Wenn die geben dir jetzt ja hier auch schon genetische Veranlagung einfach dazu. Ja. Ja, nice. Wir kommen hier einfach nicht mehr weg. Wir bauen uns ein Floß aus Kokosnusspalmen. Gut, dass Mutti ist geimpft. Und schippern in Richtung Antarktis. Wie ist mit deinem Dad? Ist auch durch. Ist schon? Ja. Ja. Ja, dann Onkel, müsst ihr wohl zu uns kommen. Ich weiß, aber ich habe einfach eine klitschnasse Hosi. Freunde, hinter uns ein riesen Berghandtücher. Aber hat sich gelohnt. Aber es war richtig schön. Alle Kids sind im Anschluss hergekommen, um wieder eine Round zu planschen. Ey, aber genau wie vorher prophezeit, die Gruppe wird wesentlich größer. Wie viele Kinder waren diesmal im Start? Ich weiß nur, dass ich in der letzten Tour 5 Kids auf einmal, also wir waren insgesamt zu 6 auf dem Scooter drauf, als wir hochgefahren sind. 14 Kinder.
14, 15 inklusive Anni. Ah, genau. Und dann wir. Mega krass. Aber ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Keine Ahnung, ob das Zufall ist, aber es war viel weniger Müll. Also gefühlt haben wir heute uns mehr darauf konzentriert, diese kleinen Schnipsel aus diesen Büschen rauszuholen. Ich habe wirklich ungelogen 100 Strohhalme oder sowas. Ja, ja, heftig. Rausgepickt. Rausgepickt. Rausgepickt, weil er so richtig tief im Sand drin war. Und dann siehst du die nur, wie die so rausgeragt haben. Ja. Wirklich, ich liebe einfach unseren Strand. Es ist so wunderschön. Wir kommen an, keine Ahnung, wie viele Kids alle naked im Strand haben. Spaß. Und dann, wie gesagt, 14 Kinder haben uns geholfen diesmal. Was hat sich wohl rumgesprochen. Was ich so wunderschön finde, ist einfach den Spaß und die Freude in ihren Augen zu sehen, wenn sie dann im Anschluss hier hochkommen und dann hier im Pool schwimmen dürfen. Ne? Wir haben denen ja eigentlich vorgeschlagen, morgen zu kommen. Weil es jetzt schon ein bisschen später ist und vielleicht auch zu kalt sein könnte. Aber die haben ja morgen Schule und dann meinten die, oh, Sikola. Und was, ihr geht zur Schule? Ja, aber man hätte ja auch theoretisch nach der Schule kommen können. Ist ja nicht so, dass es irgendwie besser also, den ganzen Tag. Na klar, ich glaube, das ist das, worauf sie sich die ganze Woche gefreut haben. Ja, ich glaube den Pool auch. Ja, die waren schon mental so, wie Isabibo immer auf ihr Essen eingestellt ist, waren die darauf eingestellt, hier im Pool zu springen. Ohne Witz, als ich hier durchs Dorf gefahren bin, die ganzen anderen Kids haben natürlich erstmal geguckt, so, warum sind so viele Kids hier auf dem Scooter, was passiert da? Und dann haben die richtig gerufen, so, ja, wir gehen oben in den Pool schwimmen. Und alle so, das war so laut, Alter, ich hätte das liebend gerne aufgenommen. Ja. Nächste Woche. 30 Kinder. 250 Kinder. Ich sag dir, wir kriegen den Pool noch voll. Ja, dann wird das hier wie am Strand in China sein. Aber wenn es dafür gar kein Plastik mehr am Strand gibt, nehme ich das sehr gerne in Kauf. Ja. Nee, absolut, absolut. Richtig, richtig schön. Der Gewinner der Sony-Kopfhörer, weil irgendwie sind wir da bisschen abgekommen. Der meldet sich bitte innerhalb der nächsten Woche bei uns. Entweder über Instagram, schreib uns einfach an oder kommentier hier dieses Video nochmal. Und dann tauschen wir Adressen aus und so weiter. Noch habt ihr die Möglichkeit, die Kamera zu gewinnen. Checkt sehr gerne nochmal das Video aus, unten in der Beschreibung verlinkt. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen lieben Dank. Stay positive wie immer. Und Tschüssikowski. Mädels meldet sich. Tschüssikowski, bis zum nächsten Video.